Rahmen von einem feierlichen Anlass hat die Gemeinde Binningen im Kronen Matzalt Binninger Sportförderpreis 2022 vergeben. Und zwar in den drei Kategorien Einzelsportlerin, Einzelsportler, Mannschaften und Behindertensport. Die Auswahl hat eine langjährige Jury getroffen. Und die Gärten haben sich zu Recht geehrt gezeigt. Ja, es zeigt auch, dass man auch in der ganzen Gemeinde, dass man sieht auch mal die anderen Sportler. Und es ist schön, dass es auch mal außerhalb anerkannt wird, weil ich glaube, sonst ist man viel einfacher am Machen und Trainieren und so drin, dass man gar nicht so merkt, dass es eigentlich, was es eigentlich wert ist, wie viel Mühe man da reinsteckt. Es ist natürlich ein riesen Ehre für mich, auch für den Schwingclub, dass unsere Leistungen doch wirklich so honoriert werden. Das ist ein riesen Erfolg für uns. Es bedeutet einfach, dass wenn man halt hart schafft und auch wirklich nie aufgeht, dass halt wirklich jeder Traum in Erfüllung geht und auch halt auch ein Dankeschön von der Gemeinde zurückbekommt. Und es ist gerade doppelt so speziell für mich, weil es ist auch eine Sportart, von der man halt nicht so oft in den Medien hört. Darum, nein, ich bin wirklich stolz, die Sportart und meine Leistungen dafür zu repräsentieren heute. Es geht im Dezember weiter, weil dann sind Europameisterschaften vom Karate in der Schweiz sogar, also in Winterthur. Der Eidgenoss Odomat Adrian schaut mit ein bisschen Distanz zurück aufs ESAF. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich war einer der Jüngeren. Und ich konnte an diesem Schwingfest nur gewinnen und glaube, das hat mir gut getan. Und von dem her hatte ich nie irgendeinen Druck oder grossen Stress gehabt. Und das ist sicher auch hat einen gewissen Teil vom Erfolg ausgemacht. Sein Schwingerkollege Fockensberger Lars, ebenfalls vom Schwingclub Binningen, ist als Dritter ausgezeichnet worden. Der Lars ist ein super Kollege. Wir sehen uns 3-4 Mal in der Woche im Training am Wochenende. Und von dem her gehört schon fast zu der Familie. Und wenn man zusammen für so etwas nominiert wird, ist es natürlich umso schöner. Man kann einander noch auch ein bisschen sticheln. Er ist dritt geworden, ich erst. Das wird sicher noch das eine oder andere Mal auspacken. Auch die Fußballer vom SC Binningen sind ausgezeichnet worden. Und zwar für den Aufstieg in die dritte Liga. Wir haben das Ziel eigentlich schon seit 3 Jahren verfolgen wir das. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Vorher sind halt 2 Saisons gesehen, die Corona-bedingt halt verkürzt waren. Und dann uns das einfach nicht gelungen ist in dem Sinn. Aber jetzt haben wir wieder können aus dem Vollen schöpfen und wirklich die ganze Saison auch spielen. Und haben es glücklicherweise geschafft. Ja. Der zuständige Gemeinderat zum Hintergrund und zur Bedeutung der Binninger Sportförderpreis. Es soll die Jugend und alle Sportler, die wir haben in Binningen, anspornen zu besseren Leistungen, dass sie eben intensiv auch an der Training teilnehmen und die Chance haben, nachher an so einen Preis zu gewinnen. Gleichzeitig fordert Daniel Niefenegger in der Gemeinde eine entsprechende Sportinfrastruktur. Wenn natürlich immer mehr Leute in Binningen wohnen, mit Familien, die brauchen nicht nur Schulräume, die wollen sich auch austoben oder ein anderes Hobby betreiben, das ist auch okay. Sie gehen in die Musikschule, da haben wir heute ja ein Muster gehört, oder sie tun eben einen Sport betreiben. Und das soll sie anspornen, das wirklich auch können zu machen. Aber da ist natürlich auch gemeint, wird gefordert sein in Zukunft, dass wir das überhaupt in diesem Umfang anbieten können.